Michael und Jolie sind auf einer neuen Mission. Die führt sie erstmal ins 5800 Kilometer entfernte Doha. I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world. We are gonna buy some helicopters. Hubschraubers. Hubschraubers. Hubschrauber? Man kann natürlich nur Autos machen. Dann hat man natürlich auch nur Autokunden und dann kann man auch nur Autogeld verdienen. Die Bundeswehr hatte mal einen super Kampfhelikopter, die Bo-105. Das war ein Spitzending. Ohne Elektronik, das war super zuverlässig. Die haben die vor 10 Jahren irgendwie alle ausgesondert. Die sind alle ins Ausland gegangen. Ich habe jetzt im Ausland ein Riesenlos gefunden. Das kann man zurückkaufen. Und dieses sogenannte Los befindet sich in Indonesien. Where we're going now is Jakarta. But I've never been there before. I don't know what to expect. I don't know if I should wear my hair down or not. I don't want to get murdered. Such a bitch. You're with me, you don't get murdered. What was in there? Huh? Shredded clown? This is no time to be on my phone. We're gonna get murdered. There is a local belief that wearing green garment will bring the wearer bad luck. Huh? That's been the problem all along. Holy shit! It's your work overalls. That's what's causing all the catastrophes. In Indonesien, wo alles grün ist, ist die Unglücksfarbe grün. Grün. Das sind aber wirklich arme Kerle. Die sind genauso bescheuert wie so eine Unglückszahl. Oh Gott, die 5. Furchtbar. Das war früher nur auf dem Zeugnis war das die Unglückszahl. 5. Kermit the Frog. Negative. Michael and his green coveralls? No. No green allowed there. Gut, dass Lackierer-Legende Günther nicht mitgekommen ist. Der kann nur grün. I'll be lucky if they let my eyeballs in. Nicht blödsinn. He's gonna do it anyway, and I can't fucking wait until they tell him. Your whole body is covered in an unlucky color that brings evil demons into our culture. So no Hubschraubers for you, Mr. Green Demon. Der grüne Dämon und seine Begleiterin können jetzt endlich weiterfliegen. Nochmal schlappe 15.000 Kilometer. Keine Ahnung. 28 Stunden unterwegs. Ich hab genossen. Nach knapp 30 Stunden Reise erfolgt die Landung in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens. 11 Millionen Einwohner und alle haben Angst vor Grün. So, wir sind jetzt in Jakarta angekommen. Jetzt schlafen wir uns erstmal aus und morgen früh fangen wir direkt an mit einem riesen Chaos. Also wahrscheinlich alles wie immer. Schwierig könnte es auch in Jakarta werden. Doch die größte Gefahr ist schon mal gebannt. Michael trägt kein Grün. Wir sind jetzt hier in Indonesien, Jakarta, und wir hoffen, dass wir hier eine Menge ausgediente Helikopter finden, die wir jetzt hier günstig kaufen können. This is one of these places where, you know, you buy cheap so you can sell high. Maybe. We'll see. But I have to check all the serial numbers to make sure that it's all legit before we start importing these into the U.S. Because, I mean, I know that sounds weird, but I don't want to go to prison. Also Amir ist natürlich aus Indonesien. Der spricht die Sprache hier. Das ist ganz wichtig, weil die allerwenigsten sprechen hier richtig Englisch. Gut, dass der Morlock-Chef Kontakte in der ganzen Welt hat, die er bei Bedarf aktivieren kann. Ich bin der Amir Naranso. Ich kenne Michael seit 25 Jahren her. Und dann bis vor ein paar Jahren
dann wieder in Geschäft rein mit den Helikopter und so weiter. Und eines haben große asiatische Städte dann doch gemeinsam: einen ziemlich chaotischen Straßenverkehr. I am scared of the motorcycles because I think they're all trying to kill me. Amir, weißt du, was für uns so schwierig ist hier? Ja, was denn? Du gehst auf die Straße, du guckst, aber du guckst die falsche Richtung. Ja, und dann gehst du weiter, jetzt kommen die von der anderen Seite auch auf der falschen Richtung. In Jakarta herrscht Linksverkehr und das, obwohl es eigentlich eine niederländische Kolonie war. Während der napoleonischen Kriege war es unter britischer Verwaltung, daher der Linksverkehr. Haben wir wieder was gelernt. So, hier ist anscheinend der Platz, wo die das ganze Zeug sammeln. So, you are Mr. Butrow? Yes, sir. I'm Michael. Hi. Oh, I saw you. I said, did send you my photo. Yeah, so you know me. I didn't see you before. So these are all the beauties for me. Da stehen sie, die fünf blau-weißen deutschen Hubschrauber, die Michael in Indonesien kaufen will, um sie in den USA weiter zu verkaufen. Der Bo 105 ist der Helikopter, den die Bundeswehr vor dem Tiger hatte. Der ist super manövrierfähig, zweiturbinig. Der hat eine ganz bestimmte Art Hauptmast. Mit dem kann man Sachen in der Luft machen. Da träumt jeder andere Helikopter von. Das ist, glaube ich, das Wendigste, was es so gibt. Die Bundeswehr oder das Luftwaffe haben die damals ausgesondert. Dann sind die irgendwann hier gelandet. Die haben hier Firefighting gemacht und Kranke transportiert. Die Firma ist jetzt irgendwie pleite gegangen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich die günstigst kriege. Michael always finds the amazing deals like this. Who's just walking around in the middle of Indonesia, in the middle of all these Vespas, and then comes on a hangar full of helicopters? Ich glaube es nicht. What time they flew last? I think it's 2019, is it? Yeah. 2019. Ja, das sieht natürlich alles so aus, als hätte sich da jahrelang keiner drum gekümmert. Solange wir hier sind, seit Covid, ist nicht benutzt. Und zum Teil haben sich gefährliche Passagiere in den Hubschraubern eingenistet. There are heavy hornets in there, okay? So you take... How, where? Yeah, behind the engine hatch. Ich hatte natürlich immer noch die schönen Helikopter von der Bundeswehr, die ganz wenig geflogen wurden, in schönen grünen Farben, mit wenig Stunden, ganz, ganz sauber im Kopf. Und als wir angekommen sind, standen natürlich da schlecht lackierte, ziemlich abgerockerte Flugzeuge mit verschiedenen Biotopansätzen irgendwelcher Insekten in irgendwelchen Öffnungen, die so zugänglich waren. They are really this bad, man. This is Indonesia, and this is not maintained like U.S. Army or German army. You know, this is just junk, and this is so humid. You know, and there's insect in every fucking hole. They're gonna need some work, but they look pretty complete, so. Ja, auf den ersten Blick sehen sie komplett aus. Und in gutem Zustand könnten sie hohe sechsstellige Summen wert sein. Theoretisch. Du kannst natürlich sehen, dass das total geschlachtet ist, ja? Und dass da alles fehlt. Das bedeutet natürlich, dass sie angefangen haben, hin und her zu schrauben. Was natürlich bedeutet, dass das wirklich schlecht ist, ja? So, jetzt muss man mal gucken, was hier überall alles rumliegt. So, aber was ich jetzt hier sehe, haben wir jetzt hier fertig irgendwie oder komplette nur drei Helikopter. Aber so fängt das ja immer an. Das fängt ja immer an mit 16 und dann sind es 14, dann sind es 12 und dann kommst du hin und dann sind es drei. Also eigentlich alles wie immer. Michael hat's ja schon geahnt. This happens all the time. I mean, are you surprised? Ich glaube es. In Indonesia, there are components available because they manufacture them here. You have to go to Singapore to get the part. Das ist furchtbar. Dann haben die hier halt keine richtige Ersatzversorgung, sondern die haben angefangen, alles hin und her zu schrauben. In Indonesien.
Dann nimmst du einen Stift und Papier, so denke ich mir das, und dann fängst du mal an, irgendwas hin und her zu schrauben, bis das wieder läuft. Eigentlich ja nicht unsympathisch und vielleicht auch zweckmäßig, vielleicht auch ein bisschen logisch. Bloß für mich, um einen Deal zu machen, ist das nix. Do you know how many hours left on the components? You could see the locker. Okay, well then, we just take a look. Mal sehen, in welchem Zustand die Logbücher sind. Wenn du dich natürlich hier umguckst, dann kannst du dir vorstellen, wie die das hier mit der Buchführung genommen haben. Und wenn bei so einem Heli die Logbücher nicht stimmen und die Zeiten von den Komponenten nicht nachgehalten werden können, dann ist das ein bisschen schwierig, ne? Die Logbücher sind tatsächlich vorhanden und sehen auf den ersten Blick akkurat geführt aus. Just to understand, you have 4700 hours on the engine? So ein Helikopter besteht natürlich aus vielen komplizierten Teilen. Jedes dieser Teile, jedes dieser Baugruppen hat ganz bestimmte Laufzeiten. Zum Beispiel gibt es irgendwelche Winkelgetriebe, die haben 1000 oder 1500 Stunden. Wenn der 1500 Stunden erreicht hat, muss das rausgebaut werden und muss zur Prüfung eingeschickt werden. Das gilt für praktisch alles große, komplizierte. Eine Sitzschiene natürlich nicht. Die Zelle hat eine maximale Stundenzahl. Nach dieser maximalen Stundenzahl muss das ganze Ding zerlegt werden, geröntgt, rissgeprüft. Lohnt sich natürlich dann einfach nicht. There's no deal today. Yeah, for sure. Hm? Well, we never make a deal on the first day. No? No, never on the first day. You talk on the first day, you look on the first day, you squeeze and squeeze and squeeze and squeeze, and then maybe soonest, 1-2 days later, maybe. Wir überlegen noch ein bisschen, gucken uns noch ein paar andere Sachen an und überlegen mal, wie das jetzt hier so weitergehen könnte. Macht Sinn, denn Jakarta hat noch jede Menge andere alte Stahlartikel zu bieten. Da findet sich bestimmt was. Katastrophe.